Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Warm-up mit Sprungseil. Wenn Sprünge vorkommen und wir intensiv trainieren, ist es wichtig, dass wir uns aufwärmen. Und da möchte ich euch heute einfach ein paar Übungen zeigen, die man mit dem Sprungseil machen kann im Warm-up. Und ein paar ganz kleine koordinative Aufgaben habe ich auch noch für euch mit dabei. Gut, dann geht's einmal los, schnappt euch euer Seil. Als erstes legen wir uns das einfach einmal nur auf den Boden. Und wir steigen einfach immer nur von einer Seite auf die andere. Wenn wir sozusagen ganz frisch mit dem Workout beginnen, einfach, dass wir hier einmal warm werden. Gut, jetzt haben wir seitlich drüber gestiegen. Jetzt probieren wir gleich einmal nach vorne und rückwärts. Und dann kann man da, wenn man möchte, die Arme dazu nehmen. Immer so auf zwei Stufen, runter, Mitte, rauf, runter, Mitte, rauf, runter, Mitte, rauf. Einmal noch. Sehr gut. Da wir unsere Sprunggelenke haben, ist es jetzt einmal wichtig, dass wir mit den Sprunggelenken auch anfangen. Und bevor wir jetzt ans Springen gehen, im Einbeinstand hier unten einmal die Füße kreisen. Wieder abstellen, andere Seite und den zweiten Fuß kreisen. Jetzt Fuß aus dem Kniegelenk, hier einmal große Kreise machen. Sehr gut, in Balance bleiben und dann rüber auf die andere Seite. Sehr gut. So, lala. Gut, wenn wir das geschafft haben, geht es mal weiter mit der Hüfte. Die nehmen wir auch dazu, nach vorne und nach hinten. Und in die andere Richtung. So, lala. Und wir machen nochmal einen Richtungswechsel. Sehr gut. Jetzt haben wir unsere Gelenke schon einmal gut aufgewärmt. Und jetzt machen wir das nochmal, lassen wir das Seil zunächst noch liegen und jetzt einfach mal ganz locker von einer Seite auf die andere rüberspringen, rüberspringen, zack und zack. Arme mitschwingen, einfach, dass uns gut warm wird. Wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, dann machen wir jetzt noch einmal das Gleiche. Wir springen nach vorne und wieder zurück. Nach vorne, nach hinten. Nach vorne, nach hinten. Nach vorne, nach hinten. Und nochmal nach vorne. Und nochmal nach hinten. Sehr gut, jetzt haben wir schon mit ein paar leichten Sprüngen begonnen. Jetzt schnappen wir uns einfach einmal das Seil. Ihr versucht es einmal für euch herauszufinden, welche Länge da optimal ist. Und als allererstes fangen wir jetzt einfach einmal an, über das Seil drüber zu laufen. Ich fange mal an, Seil hinter dem Körper, aus dem Handgelenk nach vorne bringen und dann einfach damit rüberlaufen und auch jetzt wieder schauen. Leise, zarte Sprünge, lautlose Sprünge, dann sind es gute Sprünge. Jetzt war bei mir immer der rechte Fuß vorne. Jetzt versuchen wir es dann einmal mit dem linken Fuß. Also anderes Bein nach vorne und auch jetzt wieder versuchen. Sehr gut. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das hier noch ein bisschen machen. Weiter zum Aufwärmen noch von diesen Basissprüngen. Jetzt machen wir beidbeinige Sprünge mit Zwischensprüngen vorwärts. Das heißt einfach hier schauen, dass man einen guten Rhythmus findet.
Ihr merkt, ich bin bereits außer Atem und ich würde sagen, das wäre es jetzt auch einmal mit dem Warm-up. Das heißt, ihr habt die Sprunggelenke, die Kniegelenke, die Hüfte aufgewärmt. Ihr seid leicht ins Springen reingekommen und ihr seid jetzt bereit für euer Workout. Ich zeige euch jetzt aber trotzdem noch, weil ich euch schon da habe, ein paar Varianten, die man einfach so zwischendurch entweder dann ins Workout einbauen kann oder die man vorher noch einmal üben kann. Was wir hatten, war das, dass wir vorwärts drüber gelaufen sind. Jetzt versuchen wir das Ganze einmal rückwärts. Das heißt, wenn ihr da steht, nach hinten, sehr gut, nach hinten und da schauen, dass wir wieder drüber kommen. Genau. Erste Aufgabe, drüber laufen mit dem einen Fuß, kann man dann auch wieder machen mit dem anderen Fuß vorne. So, und da wieder versuchen. Ist gleich eine Umstellung, ist gleich eine Herausforderung. Und schauen, dass man seinen Rhythmus findet. Dann nächste Variante. Beidbeinig mit Zwischensprüngen vorwärts. Hatten wir beim Warm-up. Hier einfach. Das ist eigentlich meine persönliche bevorzugte Variante beim Training. Und jetzt können wir das Ganze mal versuchen rückwärts. Das heißt, mit Zwischensprüngen. Gut. Die nächste Variante, meine Lieben, ist jetzt, dass wir die Zwischensprünge weglassen. Das heißt, wir machen das direkt. Das ist am intensivsten, das ist auch am schnellsten, das ist am anstrengendsten, aber natürlich auch sehr effektiv deswegen. Also, jetzt mal vorwärts, schnell. Das geht ordentlich rein und wenn man das beherrscht, dann kann man das Ganze auch rückwärts. Vorerst einmal für heute. Das sind so die Basics beim Springen. Einbeinig drüber laufen, beidbeinig mit Zwischensprüngen, beidbeinig ohne Zwischensprünge und das Ganze immer auch rückwärts versuchen. Dann ist das Ganze auch koordinativ noch anstrengend und eine Herausforderung und das ist natürlich super. Und wenn das dann einmal gut funktioniert, dann kann man auch das in die Workouts einbauen. So, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit. Ich hoffe, euch ist warm geworden und ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen konzentrieren müssen bei den Sprüngen. Ich bin ready. Viel Spaß mit den Workouts. Ciao!